Sie sind durch eine große Beständigkeit gekennzeichnet und werden mit reißfesten Stoffen gepolstert. Das Heizsystem setzt sich aus Aluminiumkonvektoren, die an den Seitenwänden montiert werden, sowie aus Heizgeräten, die unter den Sitzen untergebracht werden, zusammen. Das gesamte System wird vom Fahrerplatz aus gesteuert. Im Omnibus befindet sich ein spezieller Behindertenplatz. Der Zugang ins Innere des Fahrzeuges wird durch das sogenannte Kneeling sowie eine spezielle im Omnibus montierte Rollstuhlrampe erleichtert. Ein Nachteil bei den meisten Omnibussen ist ein schwieriger Zugang zu den Batterien. In den Solaris-Fahrzeugen wird ein wartungsfreies System angewandt. Trotzdem kann es passieren, dass der Zugang zu diesem Busteil nötig sein wird. In den Solaris-Omnibussen befinden sich die Batterien auf einer ausziehbaren und drehbaren Schublade, die einerseits ihre Montage und Wartung erleichtert und andererseits wenig Platz braucht. Die Fahrer von Linienbussen haften für eine sichere Beförderung von Fahrgästen sowie für das ihnen anvertraute Fahrzeug. Aus diesem Grunde muss der Fahrerplatz voll funktionsfähig sein. Dank eines bequemen Fahrerplatzes kann der Fahrer seine Aufmerksamkeit voll und ganz auf seine Handlungen lenken. In den Solaris-Omnibussen funktionieren hierfür viele Lösungen. Das hochmoderne Armaturenbrett mit einer Anzeige präsentiert dem Fahrer die Angaben aus dem zentralen Computer, die für ihn momentan erforderlich sind. Die Federung des Omnibusses basiert auf Luftbälgen, denen die Druckluft zugeführt wird. Das gesamte System, das als ECAS-System bezeichnet wird, wird elektronisch gesteuert, wodurch die zusätzliche Luftzuführung gegebenenfalls ermöglicht wird. Ein Bestandteil dieses Systems ist das sogenannte Kneeling des Fahrzeuges an den Haltestellen. Die Montage des Getriebes und Motors erfolgt traditionell, das heißt mit Hilfe eines Gabelstaplers und einer entsprechenden Palette. Interessant ist die Methode der Motorlagerung. Nach dem Öffnen der Motorklappe hat der Mechaniker Zugang zu allen Teilen, die einer täglichen Kontrolle und Wartung bedürfen. Trotz einer dichten Bauweise, welche die Vergrößerung des Fahrgastraumes gewährleistet, wurde ein großer Komfort bei den Wartungs- und Reparaturarbeiten erreicht. Auf diese Art und Weise ist ein moderner Solaris-Omnibus entstanden. Die Familie der Fahrzeuge Solaris Urbino ist fahrgastfreundlich. Ein modernes Design der Solaris-Omnibusse ergänzt harmonisch die Landschaft vieler Städte in Europa. Die Busfamilie Solaris Urbino. Das bedeutet Fahrzeuge, die maßgeschneidert hergestellt werden und den Ansprüchen und Erwartungen ihrer Eigentümer, Passagiere und direkten Betreiber, das heißt Fahrer, genügen. Dla każdego producenta autobusów odpowiedzialność za produkt jest jedną z najważniejszych rzeczy. Für jeden Bushersteller ist die Produkthaftung eine der wichtigsten Fragen. Sie beginnt zum Zeitpunkt, zu dem die Idee bezüglich der Busfertigung entsteht. Im Konstruktionsprozess bemühen wir uns,
alles zu verwenden, was am Markt das Beste ist. Die beste Software und die beste Hardware. Wir sind zufrieden, dass es uns gelungen ist, diese schwierige Investition umzusetzen. Die Haftung für ein solches Produkt, das heißt einen Omnibus für die Beförderung von Personen, zwingt zur Durchführung von genauen Proben, die es erlauben, die Sicherheit des Fahrzeuges empirisch zu überprüfen. Aus diesem Grunde sind wir mit unserem Omnibus über 1,5 Millionen Kilometer auf Teststrecken gefahren. Wir existieren auf einem sehr anspruchsvollen Markt. In Polen werden Omnibusse durch alle weltweit größten Hersteller produziert. Trotzdem ist es uns gelungen. In unserem Land sind wir jetzt das marktführende Unternehmen. Wir freuen uns allerdings auch darüber, dass wir nicht nur in Polen erfolgreich sind. Seit kurzem gehören wir zu den führenden polnischen Exporteuren. Man kann sagen, dass wir mit unseren Omnibussen sicher ins 21. Jahrhundert gefahren sind. Dies haben wir dem stabilen Produktionsprozess, der ständigen Produktentwicklung, den neuen Ideen und vor allem dem Vertrauen unserer Kunden zu verdanken. Ich möchte Sie herzlich einladen, unsere Firma zu besuchen und würde mich sehr freuen, mich mit Ihnen persönlich treffen zu können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Cieszyłbym się ogromnie, gdybyśmy mogli się spotkać również na żywo. Dziękuję bardzo.